Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Cradle Club Trainerkarriere mit dem SC Monster Energy München. Und zwar habe ich für diese Folge geplant, dass wir noch ein paar Transfers tätigen. Wir haben noch knappe 45 Millionen und da kann man noch viel mitmachen. Und natürlich wollen wir auch die meisten Spieler noch verkaufen. So, ich möchte mit dem Transfer des Tages einfach direkt anfangen und zwar eine Bombe raushauen mit Lukas Podolski. Ich liebe diesen Mann, Alter. Wir holen erstmal den altbekannten Weltmeister. 2 Mille, was sagt ihr dazu? Das nehmen sie an. Damit haben wir Lukas Podolski mit dem Verein eine Einigung. Und jetzt geht's in die Verhandlung mit ihm. Ja, Lukas, du bist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler. Kriegst einen 2-Jahres-Vertrag. Beigabesumme wollen wir nicht, weil wir wollen dich auf jeden Fall behalten. Und du bekommst auf jeden Fall eine gesaftige Gehaltserhöhung. Oh, und du willst nochmal Einstiegsbonus, ja? Oho. Damit haben wir Lukas Podolski verpflichtet. So, wenn wir schon bei den Weltmeistern sind, erstmal den guten Mesut Özil. Auch wenn den viele nicht mögen, finde ich ihn trotzdem immer noch sehr cool und auch als Realspieler ist das trotzdem einer meiner Lieblingsnationalspieler 2014 des Weltmeisters gewesen. So wie auch Toni Kroos, und das sind zwei Realspieler gewesen zu der Zeit, glaube ich. Das ist schon krass für mich als Barca-Fan. Schlüsselspieler wird auf jeden Fall bei uns. 2-Jahres-Vertrag für dich. Und wie viel Geld kann man dem geben? Ach ne, warte, das ist ein. Das ist die Freigabesumme. Jetzt kommt das Geld erst. Ich bin gewundert, weil ich wollte ihnen auf jeden Fall Einstiegsbonus geben. Das ist was Gutes, ja. Das nimmt Mesut Özil an und damit haben wir den zweiten Weltmeister. Sorry an Bittencourt auf jeden Fall. Du musst jetzt auf die 9 wieder verzichten. Auf die 10 verzichten. Die bekommt nämlich Mesut Özil. Du bekommst dann aber für die 23. So, weil wir in der Defensive noch ein bisschen was brauchen. Auch wenn wir mit Leo Graf und Bonasser Top-Besetzung haben, wollte ich Nico Schulz holen. Hat keine Zukunft in Dortmund. Hat sich auch nie wirklich bewiesen, dass er der Richtige ist für Dortmund. Deswegen kommt er jetzt in die zweite Liga. Da bekommt er ein bisschen Spielpraxis. Und er ist sogar bereit, von Dortmund in die zweite Liga zu wechseln anscheinend. Wenn er hier zu dem Gespräch hier kommt. Kommt aber ganz schön saftiges Gehalt. Was ist denn für ein Spieler? Wichtig. 5-Jahres-Vertrag. 2 Jahre. Ja, dann sagen wir eben 3. Dann übergeben und das. Dann haben wir das Ganze auch mit Nico Schulz. So, Nico Schulz war jetzt erstmal unser letzter Transfer. Und wir gehen auf jeden Fall rein ins Spiel gegen Werder Bremen. Da müssen wir einmal kurz was umstellen. So, damit sieht unsere Aufstellung für das Spiel gegen Werder Bremen wie folgt aus. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, liegt aber daran, dass wir eine rote Karte gerade drin haben. Bei Endo, deswegen muss ich ein bisschen umrotieren. Ich möchte in Top-Besetzung spielen. Özil, Podolski dürfen beide spielen direkt. So, und damit geht es rein ins Spiel gegen Werder Bremen, auch wenn es jetzt grün-grün ist. Ich glaube, das ist noch ein bisschen übersichtlich, weil wir schwarz-dunkelgrün sind. Ja, würde ich schon sagen. Also ich würde sagen, wir sehen uns in der ersten Situation wieder. Bis gleich. Mesut Özil. Nani. Und der ist einfach drinne. Nani macht das 1:0. Einfach mal schön aufs Tor geschossen und dann noch der Salto. Schönes Ding.
von Nani. Den hätte er Pavlenka deutlich, deutlich, deutlich halten müssen. Birki. Bonassar. Bonassar. Lange am Ball, der Saar. Jetzt wird er abgehalten. Oh. Jetzt wäre da Bremen mit der Chance. Ah, Leo Graf kommt da nicht. Dann vorbei. Oh, Birgi. Niklas Dorsch, Mesut Özil. Auf El Sharabi. Auf Temoy Pukki. Temoy Pukki schießt den rein. 2:0, 28. Minute. MTT. Niklas Dorsch. Niklas Dorsch. Und jetzt Mai Birki. So, weil wir ja schon mit 2:0 führen, würde ich erstmal zum Ende der Simulation gehen, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit gerade. Und das gewinnen wir Nani noch zwei Dinger. Deswegen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Ist jetzt ein bisschen kürzer. Bis zum nächsten Mal und ciao.